Der zweite Wertungslauf der DD2 Masters. Die Fahrer befinden sich in der Formationsrunde bzw. Aufwärmrunde und sie werden sich gleich wie folgt aufstellen zum fliegenden Start in beiden Korridoren. Florian Breitenbach ist allen voran die Spitze des Feldes, hat sich im ersten Wertungslauf gut durchsetzen können. Mit 2,5 Sekunden Vorsprung hat er das Rennen für sich entschieden. Demnach also als Belohnung gibt es die Pole Position im zweiten Rennen. Oliver Breitenbach wird von zwei aus starten, ebenfalls sehr gut gefahren. Hatte wie gesagt 2,562 Sekunden Abstand zu seinem Bruder, aber er wird natürlich alles daran setzen, dass er vielleicht im zweiten Wertungslauf ein bisschen umdrehen kann, zumindest was die Kräfteverteilung angeht. Etwas abgeschlagen im ersten Wertungslauf war Jana Stier, die als sehr, sehr schnelles Mädel wirklich toll geglänzt hat, ja. Aber mit über 10 Sekunden Abstand natürlich in einer anderen Liga gespielt hat. Sie wird von 3 aus starten. Mal gucken, vielleicht erwischt sie ja durchaus einen guten Start und kann auch hier nochmal ins Blatt rum. Alexei Kardakov wird hier aus ins Rennen gehen. Max Böser von 5, Sandro Feist von der 6. Position vor Marco Winkler auf 7, Steffen Ebrecht 8, Robert Weiters auf 9 und Rodrigo Nilos auf der 10. Dahinter haben wir Jens Teuscher, Christoph Neumann auf 11 und 12, Dieter Jentritzek und Torf Dinger teilen sich die 13. und die 14. Startreihe und die Ampel ist aus. Das Rennen ist freigegeben. Jetzt ab. Jetzt zählt die Uhr 14 Minuten nach unten. Und Florian Breitenbach ist in Führung. Allerdings Jana Stier hat einen wirklich guten Start erwischt. Sie ist Sie war kurz mal Zweite, zumindest hat es das System so angezeigt, aber sie ist nicht Zweite, nein, sie ist Dritte. Aber der Start war trotzdem sehr gut von Jana Stier. Es ist so, man sieht es auch an den Farben, die beiden Brüder aus Telto sind sie, genau, Florian und Oliver, sie führen und dominieren das Feld. Wir haben eine gelbe Flagge, dort hinten zwei Karten auf Abwägen. Und einer von beiden regt sich da noch ein bisschen auf, streckt die Hand nach oben. Ich vermute mal, dass die beiden aneinander geraten sind, ja. Ich denke, dass da gab es ein bisschen Stress. Deswegen regt sich der eine ein bisschen auf. So, gut, okay. Was genau passiert ist, die Race Control wird es untersuchen. Ansonsten ist alles ohne Komplikationen verlaufen. Breitenbach, Oliver Breitenbach, Fabian Breitenbach. Florian Breitenbach, so, jetzt komme ich auch langsam ganz durcheinander. Florian Breitenbach vor Oliver Breitenbach auf 1 und 2, Jana Stier auf der 3, Börser 4, Winkler 5, Ebrecht 6, Helfinger auf der 7, Jendritzek 8, Vidal 9 und Pinillos komplettiert die Top 10. Weithaas übrigens erst gar nicht an den Start gegangen. Obwohl die 9. Startposition dran war und Feist mit der Startnummer 420. Sandro aus Dortmund ist das vom Boilercard Racing Team, ist an die Box gefahren. Auch hier gab es Probleme. Er einer derjenigen, die in diese Kollision hier verwickelt waren im letzten Drittel der Rennstrecke. Tommy Helfinger, 50640 mit der Startnummer 506. Daran erkennt man ihn, ist sehr, sehr schnell unterwegs und hat auch die schnellste Zeit des Feldes soeben gefahren. Florian Breitenbach, 50236 mit der schnellsten Zeit des Feldes. So, noch knappe 11 Minuten. Feist und Weithaas nicht dabei. Dazu muss man sagen, Weithaas nicht gestartet. Feist ist somit raus, eben noch an die Box gefahren. Persönliche Bestzeiten, ja,
rieseln momentan zu Genüge. Also daran sieht man, dass die oder dass eine brauchbare Temperatur der Reifen, des Materials, der Strecke und so erreicht ist. Zumindest so brauchbar, dass man sich verbessern kann. Der Vorsprung von Florian Breitenbach auf seinen Bruder Oliver beträgt 0,543 Sekunden. Und dahinter haben wir schon ein bisschen mehr Luft, und zwar 3 Sekunden Abstand von Oliver Breitenbach auf Tommy Helfinger, der sich auf das Podest vorgekämpft hat. Helfinger war eigentlich von 17 gestartet und befindet sich jetzt auf Rang 3. Das sind 14 Plätze, die er bisher gut gemacht hat. Da kann man wirklich gar nichts sagen, würde ich meinen. Ja, also sehr, sehr gut, und da kann er auch zufrieden sein. Und vielleicht geht da noch mehr. Die einzigen, die auf jeden Fall 49er-Zeiten in der Lage sind zu fahren, sind die beiden Breitenbachs. Übrigens mit Maranello-Chassis unterwegs vom Nace Racing Team sind sie. Moritz mit der 4,56. Thomas Moritz ist das aus Usensollen, ist soeben an die Box gefahren. Auch der wird mir nun als out angezeigt. Bedeutet, er ist auch nicht mehr mit dabei. Heimlich still und schweigend. Keine Ahnung, was da genau jetzt der Fehler war. Aber man steckt ja als man nicht drin. Und wenn es einen technischen Defekt gibt, dann werden wir den hier oben, wenn die Karten nicht wirklich gerade stehen bleiben, nicht feststellen können. Auf jeden Fall haben wir noch 18 Fahrer auf der Strecke. Ja, vielleicht liegt es daran, dass die Breitenbachs Brüder sind. Weshalb sie ihr eigenes Ding machen. Oliver und Florian, beziehungsweise Florian und Oliver, wenn wir die Reihenfolge betrachten, sind sehr eng beisammen. Die beiden auf einem relativ gleichen Niveau. 4 Zehntel Unterschied. Und danach, ja, dauert es erstmal ein bisschen, bis Tommy Helfinger aufschließt, beziehungsweise durchs Ziel kommt. Um genauer zu sein, 3,6 Sekunden. Jana Stier konnte ihr Ziel, die Startposition, noch in eine bessere, ja, Zielposition, ein besseres Ergebnis umzumützen, bisher nicht wirklich realisieren. Von 3 war sie gestartet, sie befindet sich momentan auf dem 4. Rang. Das wäre eine Position schlechter als die Startposition eben. Ansonsten, ja, bewegtes Feld mit wenigen Positionsverschiebungen. Alles läuft recht gesittet ab, muss man sagen, sehr human. Parnett
hat eine Position gut gemacht, hat Jendrzejczyk überholt und befindet sich nun auf der 9. Persönlich beste Zeit von Oliver Breitenbach 49,494 und die ist zugleich die schnellste Zeit des Feldes. Die kommt aber, wie gesagt, von Oliver Breitenbach, der auf Platz 2 ist. Also 49,494. Könnte sein, dass Oliver Breitenbach vielleicht hier noch in den letzten 5 Minuten was reißen könnte. Denn theoretisch ist er schneller unterwegs, was die Zeiten angeht. Es variiert immer so ein bisschen. In der letzten Runde war er ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller. Also es ist nicht wirklich konstant, aber es ist eben so, dass er ja hinten dran bleibt. Jetzt aber scheint er einen Fehler gemacht zu haben, denn jetzt sagt mir mein Zeitenmesser 1,3 Sekunden Abstand. Eben waren es ja 4 Zehntel, jetzt sind es 1,3. Also irgendein Fehler muss Oliver Breitenbach dann hier gemacht haben, dass der Abstand oder der Vorsprung zum Bruder, also eher der Abstand zum Bruder, auf 1,3 Sekunden angestiegen ist. Harnett, ja, scheint ein bisschen aufzuwachen, hat sich jetzt eigentlich an die Spitze des Mittelfeldes gekämpft. Das wäre die 8. Position. 7. Position dürfte eher schwer werden. 8 Sekunden wären das, die er aufholen müsste auf Ebrecht. Also auch im Mittelfeld haben wir relativ große Abstände zwischen einzelnen Positionen. Also da kann man sich dann manchmal ein, zwei Positionen verbessern, aber dann ist Schluss. Und ich denke, Farnett ist da jetzt am Rande seiner Möglichkeiten angekommen. Schön zu beobachten, wie sich das Feld vorne noch so teilweise ein bisschen entzerrt. Zwischen beiden Breitenbachs wird der Abstand größer. Der Abstand zwischen Breitenbach und Helfinger wird größer auf 2 und 3. Auch zwischen Helfinger und Stier wird es größer. Aber Jana Stier bekommt allmählich Besuch von Bösser auf der 5. Winkler kommt ein bisschen näher und Ebrecht auf der 7 kommt auch ein bisschen näher. Ebrecht hat ja sowieso nach hinten hin extrem viel Luft. Da kommt ja lange, lange nichts, bis dann Farnett mit 8 Sekunden Abstand um die Ecke biegt. Die Platzierung wie folgt. Florian Breitenbach liegt in Führung vor Oliver Breitenbach auf der 2. Position. Helfinger ist 3. Jana Stier, ja, dominiert so ein bisschen die Männer. Zwar nicht ganz vorne, aber sie ist 4. und beweist, dass sie doch ein flottes Mädel ist und
Das ja, stößt bestimmt den einen oder anderen Jungen sauer auf. Ne? Kann man ja eigentlich schön aufziehen hier. Mädchen war besser als du. Ich glaube, das kommt nicht so gut an bei zum Beispiel Pösser, der auf 5 ist, oder Winkler, der sich auf der 6. Position befindet. Erbrecht ist auf der 7. Position, vor Panet auf 8, Vidal auf der 9., vor Jendritek auf 10, gefolgt von Bartels auf 11, Pinedos auf 12, Teuscher 13, Neumann 14, Kaderkopf 15 und die letzten drei, die das Schlusslicht dieses Feldes bilden, sind Klemm auf 16, Klinger auf der 17. und Schulz auf der 18. Und die Zeit ist vorüber. Im Livestream scheint die 4 ein bisschen eingefroren zu haben. Time to go 4, ja. Ich kann Ihnen sagen, bei uns ist die Zeit abgelaufen. Das bedeutet, die letzte Runde ist schon längst eingeläutet. Und jetzt steht es auch für Sie im Livestream Final Lap. Bedeutet die letzte Runde. Wir blicken also auf Gebrüder Breitenbach und schauen jetzt diesen schönen Zieleinlauf an. Und dann können wir sagen, ja, tolles Ergebnis für Gebrüder Breitenbach hier bei der DD2. So. Und jetzt die letzten Meter. Über Kuppe für Florian Breitenbach. Um die letzte Kurve für Florian Breitenbach. Und gleich im Ziel Florian Breitenbach. Da haben wir ihn, den Sieger der Max DD2 Nationalwertung. Er siegt hier im Finale dieser tollen Klasse. Ein schönes Rennen, ja, muss man wirklich sagen. Und zwar vor seinem Bruder Oliver Breitenbach, der auch toll gefahren ist, aber 3 Sekunden, knapp 3, ja, 2,8 Sekunden Rückstand hat auf seinen Bruder Flo. Helfinger wird Dritter, ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis, da wird er sich sicherlich freuen. Jana Stier auch tolles Ergebnis, vor allem für ein Mädel, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr schnell unterwegs und auch sie kennt man durchaus von anderen Rennserien, wo sie erfolgreich teilnimmt. 4. Platz, kann sie zufrieden sein. Besser 5., Winkler 6., Ebrecht 7., Panet 8., Vidal 9. und Jendrizek kompliziert die Top 10. Auf dem 11. Platz haben wir Bartels, 12. wird Pinillos, Kaderkopf auf Platz 13, vor Teuscher auf 14, Neumann wird 15. Und wir sehen es auch nochmal eingeblendet hier, also immer noch in den Punkten Christoph Neumann mit der Startmarke und 14, der kriegt noch einen Punkt. Allerdings Klemm, Klinger und Schulz, die fallen aus dem Punktesystem raus, die bekommen nichts mehr aufs Konto gut geschrieben. Ja. Und sie bilden eben das Schlusslicht, Moritz, Feist und Weithaas. Ja, Weithaas gar nicht erst gestartet, Moritz und Feist frühzeitig ausgeschieden. So, diese Fahrer werden jetzt in die Box fahren und dann würde ich sagen, geht es in wenigen Augenblicken auch schon weiter mit der GKC 100.